Hallo, liebe Music Store TV-Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer kleinen, knappen und kurzen Präsentation einer neuen Funkanlage von Sennheiser, die wir eigentlich schon bei uns im Lager haben. Sie ist auch schon zum Verkaufen da und sie ist auch schon verkauft worden. Wir haben noch gar kein Video darüber gemacht, deshalb machen wir es jetzt kurz und knapp. Und zwar eine neue Sennheiser EWD. D steht natürlich für digital. Was daran so besonders ist, zeige ich gleich, wenn ich sie aufmache. Auf den ersten Blick, wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist es, Moment mal, so geht der Karton auf, gar nicht so kompliziert. Das ist nicht das Originalstück, sondern das hatten wir schon vor Wochen von Sennheiser mal zugeschickt bekommen, dass wir es mal ein bisschen testen. Ein Kollege von mir aus der PA-Abteilung hat es auch schon getestet. Fantastische Übertragung. Wir sind über mehrere Etagen gelaufen und hatten nie Aussetzer. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Von außen ist alles so wie gehabt. Es gibt Reckschienen dafür, um es einzubauen in 19 Zoll. Es gibt den Empfänger. Hinten kann man die Antennen noch mit aufschrauben. Dann haben wir jetzt hier die Headset-Variante mit einem Taschensender, auch klassisch mit dieser Rändelschraube, um alles gut fixieren zu können. Das kennen wir alles von Sennheiser, hier mit der Mini-Stereo-Klinke und der Rändelschraube dran. Das ist die Variante mit dem Headset. Gibt es natürlich auch ganz klassisch mit Handsendern, Kondensatormikrofonen und dem 835er auch als dynamische Variante. Das ist alles ganz klassisch, kennen wir schon seit gefühlt 20 Jahren. Auch der Begriff EW für Evolution ist schon bekannt. Aber das Neueste daran ist natürlich im 21. Jahrhundert, dass es eine App gibt. So, was kann diese App? Da steht ja Plug and Play. Und das Wichtigste ist der Autoscan. Das heißt, man muss nicht mehr erstmal ein Studium hinter sich bringen und ein Manual durchlesen, wie wähle ich jetzt am besten die Frequenzen aus, sondern über die App kann man das automatisieren. Das heißt, man braucht sich gar nicht mehr Gedanken machen um die Technik, sondern kann sich richtig auf seinen Gig konzentrieren. Funkstabilität war schon immer ein großes Thema bei Sennheiser und da waren die auch immer schon stark drin. Die haben 90 skalierbare Frequenzen, die sie zur Verfügung stellen. Und wenn man das einfach über die Bluetooth-Verbindung, das meint nämlich dann auch digital, man hinbekommt, drückt man einfach auf den Knopf, das Gerät macht das über die App automatisch, sucht sich automatisch die beste Frequenz und man kann sich voll auf den Gig konzentrieren. So, das war jetzt mal quick and dirty. Ich hoffe, das war mal ein schöner erster Eindruck und alles Weitere werden wir mal bei einem weiteren Video nochmal exakter zeigen, damit ihr auch dann wisst oder sie auch dann wissen, warum sie sich die Sennheiser kaufen sollen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.